So, Heldenliga-Zeit. Neues Spiel, neues Glück. An der Stelle muss ich mal ganz schnell was einstellen. So, was möchte ich denn spielen? Tyrande. Warum muss ich denn jetzt schon wieder bannen? Was möchte ich denn überhaupt nicht haben? Ich nehme die Saria raus. Again and again. Dieses Reich braucht mich. Möge Elun uns Stärke gewähren. Die Macht wird mir gehören. Die Ming haben die genommen. Da ist die Sylvanas. Das heißt, ich wäre jetzt tatsächlich Tank. Wir haben nichts gegen ADC, deswegen werde ich einfach mal ADC rausnehmen. Jetzt die Frage, entweder spiele ich Zul. Geladen und entsichert. Oder Hammer. Oder Asmodan. Dann beginnt es also. Und ich glaube, ich spiele Asmodan. Leite meinen Pfad. Kann jederzeit losgehen. Ich glaube, Asmodan war ein blöder Pick. Ich versuche mich tatsächlich gerade ein bisschen darin rauszufinden, was in solchen Kombinationen gute Picks sind, die wir gerade haben. Was wir hier gerade haben, ist zum Beispiel kein guter Pick, wie ich finde. Oh, die haben gar keinen Tank. Fällt mir gerade auf. Die spielen dafür mit Double Support. Okay, könnte interessant werden. Wir gucken mal. Tobende Belagerung geht nichts über tobende Belagerung. Ich glaube, jetzt müssen sie in die Teamfights mit reingehen. Pushen. Könnte auch interessant werden. Bin mir aber nicht sicher, ob wir da genug Damage haben. Ich glaube, ich gehe auf Hero Damage, also dann schon mit in den Teamfights, weniger auf Push. Wir gucken mal, wie sich die Sache. Lass die Schlacht beginnen!
Altäre erscheinen! Okay, Sylvanas geht schon hoch. Sind bereit. Nehmt sie ein und zwar schnell. Werdet ihr zugrunde gehen. Ich geh mal runter. Haben den Tower. Nicht sie weg hier. Na, aber ich könnte noch mal stacken. So, ich muss mal back, hab nämlich kein Mana mehr. Den Brunnen heb ich mir mal auf. 10 Sacks fehlen mir noch. Der Kampf. Oh. Und dann mal gucken, Mitte ein bisschen. Kann ich unten, ja, unten geht nicht. Unten geht auch nicht wirklich. Und dann ist es schwierig. Dass ihr das seid. Lass die Türme feuern. Vernichtet okay. Den Abendfürsten. Dieses Reich gehört mir, Totengräber. Sündenmacht. Danke für die sechs Kollegen.
werden. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Brunnen. Die sind jetzt Level 10, wir können es uns eigentlich nicht leisten, dahin zu gehen. Stehen bereit. Nehmt sie vor den Handlanger des Amtes. Nein. Abgeschlossen. Verschwindet aus meinem Hoheitsgebiet. Jetzt habe ich zumindest auch die dunkle Macht. Das ist jetzt mit der Kugel der Vernichtung natürlich irgendwie kombinieren. Die Altäre! Wir geben dem Rabenfürsten einen vernichtenden Schlag der schon gemacht. Ich nehme deine Gabe. Jetzt kommt gleich die Murmel. Ja.
Oh. Als Machtquelle. Ich werde meinen Helden ebenfalls diese Möglichkeit bieten. Das haben wir zumindest geschafft. Bestätige, Ziel ausgeschaltet. Ich ziehe mich vorübergehend zurück. Die Altäre sind wieder da. Erobert sie schnell! So, ab zum Brunnen und dann mal schauen, dass ich da mit der Murmel die interrupte, so gut es geht. Demonstriert dem Rabenfürsten meine Macht! Tot. Ich glaube nicht, dass wir noch mal was interrupten können. Okay, ruft einen Soldaten herbei. Ist natürlich jetzt noch besser, um das alles zu interrupten, so gut es geht. Festung verloren. Versklavt diese närrischen Söldner. Von der anderen Seite gekommen und haben uns abgegriffen. Unglücklich gelaufen. Ihr habt eine Festung verloren. Eieiei. Schuss haben sie durchgebracht. Die Altäre werden bald erscheinen, Helden. Oh, sieht nicht mehr so gut aus. Ja, dieser eine Tür. Ich hätte da nicht. Hätten einfach weggehen sollen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir. Na gut, den mittleren haben wir noch. Wir müssen erstmal dahin. Hilft alles nichts. Wird schwierig. Nehmt die Altäre ein. Enttäuscht mich nicht. Geh! Lass die Altäre nicht in die Hände des Rabenfürsten fallen! Okay,
Das hat er sich schon geholt. Ich allein werde Herr. Mal Zwangsrekrutierung. Ist alles gepusht. Die Altäre gehören denen, die sie für sich beanspruchen. Seht zu, dass ihr das seid. Demonstriert dem Rabenfürsten meine Macht. Festung zerstört. Wollen sie eigentlich alles holen? Oben auch. Hat sich's doch gelohnt, Asmodan hier reinzupicken. Und dann müsste jetzt Level 10 sein. So schaut's aus. Sehr schön. Ja, gut dabei gewesen. 17k gefarmt. Hier und da gibt's immer noch Verbesserungen. Aber ich denke, ich hab's gut hinbekommen. Nachdem sie in die Enge gedrängt wurden. Die Mid- und Bot-Lane noch weiter zu pushen. Es hat immer eigentlich ganz gut funktioniert. Asmodan ist halt einfach auf der Map noch ein unglaubliches Tier. Sehr, sehr stark. Sylvanas ist ja auch nicht schlecht auf der Map, aber Asmodan. Ich glaube, wenn ich full push gegangen wäre, wäre es womöglich auch gegangen, aber ich denke mal mit den Sündenmarsch und den gesteckten Ball lief das. Na gut, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!